erneut. Milord, das königliche Gericht beschuldigt die Angeklagten Mary Read und Anne Bonny seeräuberisch, verbrecherisch und auf böswillige Art Angriffe und Überfälle auf 7 Fischerboote verübt zu haben. Zweitens, das Gericht legt den Angeklagten zur Last, auf hoher See 2 Handelsschiffe verfolgt, beschossen und gekapert zu haben. Kapitäne und Mannschaftsgrade wurden dadurch in Todesangst versetzt. Edward James Kenway, geboren aus einer Mischehe in Swansea, Vater Engländer und Mutter aus Wales. Mit 18 verheiratet mit Caroline Scott, inzwischen getrennt. Eine bildhübsche Frau, wie ich höre. Aber nicht wohl auf dieser Tage. Wenn ihr sie anrührt, ihr Bastarde, ich... Es überrascht mich, dich hier zu finden, verwahrlost in einem jamaikanischen Loch. Man erzählt sich, du hättest dich mit dem Piraten Roberts eingelassen. Wenn du weißt, wo das Observatorium ist, sag es uns und wir holen dich unverzüglich hier raus. Rogers kann diese britische Nunde eine Weile zurückhalten. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ihr Mary Read und Anne Bonny, geht demzufolge dorthin zurück, wo ihr herkamet. Und von dort dann zum Auto eurer Hinrichtung, wo ihr dann einzeln gehängt werden sollet, bis ihr kommet zum Tod. Tod, Tod! Oh, Rotz! Möge Gott in seiner endlosen Gnade sich eurer Seelen gnädig erweisen. Wir sind schwanger! Habt ihr das alle gehört? Zum Teufel, was sagt sie da? Sie plädieren auf ihre Bäuche, Milord. Ei, aber ihr dürft doch keine schwangere Frau hängen, oder? Ruhe! Ruhe! Wenn ihr die Wahrheit sagt, wird eure Hinrichtung ausgesetzt, jedoch nur, bis ihr ausgetragen habt. Dann lasse ich mich wieder schwängern, wenn ihr das nächste Mal anklopft. Entfernt sie! Wie ist dein Name? Lump? Kenmore? Conway? Er heißt Walpole, oder? Walpole? Wie kommst du darauf? Das erzählt man sich eben. Der dümmste und dreckigste Pirat, der je in der Karibik kreuzte. Na, wie auch heißen mag. Du sollst ihn leiden lassen, ohne dass er stirbt. Befehl vom Gouverneur. Und bei Dämmerung zurück in den Kerker. Und ihm die Füße marschieren, wenn sie wehtun, ja? Himmel. Hey! Hey! Was für eine schmutzige Aufgabe. Hey! Oi! Lass das! Hör auf damit! Guten Morgen, Captain Kenway. Ich habe ein Geschenk für euch. Ihr dürft mein Kommen nicht missverstehen. Ich kam nur wegen Anne und Mary und ihr schuldet mir nichts dafür. Doch wenn ihr bereit seid zu helfen, verspreche ich euch sicheres Geleit von hier. Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagte man mir. Beeilen wir uns. Thank you.
think we won't catch you? Ha! Come back here, you mad maggot! There he is! Look there!